und jetzt kommen wir zu einer Rednerin hier auf die Bühne und da habe ich mich so, so lange drauf gefreut. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt, erst dieses Jahr, aber nicht auf einer politischen Bühne, sondern auf so einer Bühne, wo zwischen uns zwei Sektgläser waren. Und sie sitzt seit 2021, mit Falco zum Beispiel, zusammen im Bundestag für die Grünen, aber noch mehr für uns. Ich bin ganz verliebt in sie. Einen Universum erschütternden Applaus für die einzigartige, wunderschöne, intelligente, eloquente Tessa Gauserer! Ja, danke. Danke für die großartige Ankündigung. Mein Name ist Tessa Gauserer und kein Mensch hat das Recht, mir mein Frausein und meine Geschlechtszugehörigkeit in Abrede zu stellen. Und genauso wenig hat kein Richter und auch kein Staat das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich der Mensch sein darf, der ich bin. Aber dieses grundgesetzlich geschützte Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gilt für transgeschlechtliche Menschen in Deutschland bis heute immer noch nicht uneingeschränkt. Lange Zeit wurden transgeschlechtliche Menschen in unserer Gesellschaft stigmatisiert, wir wurden in der Medizin, in der Psychologie pathologisiert und die Möglichkeit der amtlichen Personenstandsänderung, die erst seit den 80er Jahren möglich ist, das war kein mutiger Entschluss einer liberalen Politik, sondern dieses Recht mussten sich transgeschlechtliche Menschen in Deutschland erst in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht erstreiten. Genauso wie jedes einzelne andere Recht, das transgeschlechtlichen Menschen in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland zugesprochen wurde, mussten wir uns vor Gericht erstreiten. Ich glaube, es gibt keine Gruppe, die so lange und so erfolgreich für ihre Rechte vor Gericht klagen mussten. Und dieses sogenannte Transsexuellengesetz, das atmet einem furchtbar schrecklich dunklen Geist schrecklicher deutscher Vergangenheit, als der Staat entschieden hat, welche Ehen annulliert werden mussten und welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. An diesem Gesetz, an dem so unglaublich viel Blut und Tränen kleben, dieses Gesetz hat Familien zerstört, dieses Gesetz hat Menschen dazu gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen oder ob sie eigene leibliche Kinder haben möchten. Das Gesetz hat Menschen dazu gezwungen, dass sie sich zwangssterilisieren lassen mussten. Deswegen war das Gesetz von Anfang an Unrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat in insgesamt 6 Einzelentscheidungen Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Geblieben ist aber bis heute ein langwieriges und ein teures bürokratisches Verfahren, das extrem übergriffig und entwürdigend ist. Wir müssen einem Richter einen ausführlichen Translebenslauf vorlegen. Ich meine, das ist absurd. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob ihr einen schwulen Lebenslauf braucht, einen lesben Lebenslauf? Oder stellt euch vor, wir würden von den Heterosexuellen einen heten Lebenslauf fordern, damit sie heiraten können. Das ist doch absurd. Das ist absurd. Das ist nicht nur absurd, sondern das ist total entwürdigend und übergriffig. Und deswegen muss dieses entwürdigende Verfahren endlich abgeschafft werden. Und ich weiß, bei dieser Forderung den Europarat auf unserer Seite. Der Europarat hat bereits 2015 die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, dass sie einfache und unbürokratische Verfahren ohne Zwangsbegutachtung für transgeschlechtliche Menschen einführen. Und zahlreiche europäische Länder haben zum Schutz der Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen diese Zwangsbegutachtungen abgeschafft.
wir als Ampelkoalition zusammen mit meinen Kollegen Falco Drossmann, mit den Kolleginnen von der FDP, werden wir das für Deutschland endlich nachholen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin jetzt langsam an einem Punkt, dass ich nicht mehr weiß, was ich euch erzählen soll. Nicht, weil jetzt meine Redezeit zu Ende ist, ich werde noch ein paar Minuten überziehen, das weiß ich, sondern weil ich echt nicht mehr weiß, was ich Menschen erzählen soll, die mich seit meinem Coming-out begleiten, die gejubelt haben, als ich bekannt gegeben habe, dass ich für den Deutschen Bundestag kandidieren werde, die mir gratuliert haben, Menschen, die mich angerufen haben und die am Telefon geweint haben, als sie diesen Koalitionsvertrag gelesen haben, weil es das erste Mal in Deutschland eine Bundesregierung gibt, die sich für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen einsetzen möchte. Und deswegen weiß ich echt nicht mehr, was ich den Menschen erklären soll. Dieses Verfahren hat sich viel zu lange in die Länge gezogen und es ist jetzt an der Zeit, dass im Herbst der Referentenentwurf endlich im Deutschen Bundestag eingebracht wird, damit wir dieses Gesetz zügig verabschieden können. Und ich will nicht um den heißen Brei rumreden. Bei diesem Verfahren, bei diesem Gesetzgebungsverfahren, haben sich auch transfeindliche Narrative in den Gesetzestext eingefressen. Aber ich und Falco und unsere vielen Kolleginnen im Bundestag, wir werden alles dran setzen, dass wir diese Fehler korrigieren. Aber es ist an der Zeit, dass dieses Gesetz endlich verabschiedet wird. Und deswegen noch ein paar Sätze in Richtung CDU, insbesondere auch an die Hamburger CDU. Es ist okay, wenn die jetzt gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist. Deswegen sind sie auch heute nicht hier. Aus gutem Grund sind sie deswegen heute nicht hier. Und ich glaube, dass nicht nur ich, sondern dass ihr alle die CDU hier nicht vermisst. Aber in der Opposition gegen ein sinnvolles und notwendiges Gesetz zu sein, ist das eine. Aber das andere ist, wenn hier auf den Kosten und auf den Rücken von transgeschlechtlichen Menschen, von Minderheiten, Wahlkampf betrieben wird, wenn hier von einem biologischen Geschlecht gesprochen wird, was auch immer das sein sollte, und transfeindliche Narrative wiederholt wird, dann zeigt es mehrerlei, nämlich erstens, dass diese CDU die Bundesverfassungsgerichtsurteile nicht gelesen hat, die seit 45 Jahren bei dem Thema Grundrechte für transgeschlechtliche Menschen eine sehr stringente Sprache spricht. Nämlich, dass es mittlerweile anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass das Geschlecht eines Menschen nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen feststellbar ist, nicht allein anhand von Chromosomen oder Hormonstatus, sondern dass es im Wesentlichen um das Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit anbelangt. Das hat die CDU bis heute noch nicht begriffen. Aber es geht noch weiter. Diese transfeindlichen Narrative, diese Schwafeln von einem angeblichen biologischen Geschlecht, zeigt, dass dieser CDU die Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen scheißegal sind. Scheißegal. Denn das letzte Bundesverfassungsgerichtsurteil, das die Zwangssterilisierung als grundgesetzwidrig erkannt hat, die seit 2011 dafür gesorgt hat, dass transgeschlechtliche Menschen ohne körperlichen Eingriff eine amtliche Personenstandsänderung vornehmen können. Dieses Urteil ist mittlerweile 12 Jahre alt und die Union hätte über 10 Jahre Zeit gehabt, diesen grundgesetzwidrigen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Sie haben es aber nicht getan. Nicht getan, weil ihnen die Grundrechte von uns scheißegal sind. Und weil es ihnen wahrscheinlich nicht recht ist, dass es uns gibt, dass wir so sind, wie wir sind, und weil es ihnen nicht passt, dass wir unser Leben führen. Und deswegen sind diese transfeindlichen Narrative von der Union so gefährlich, weil sie die Transfeindlichkeit in Teilen dieser Gesellschaft schüren. Und meine Siblings, meine Brüder und Schwestern draußen auf der Straße spüren es jeden Tag, bekommen es jeden Tag ab. Und es wird nur dazu führen, dass es Wasser auf die Mühlen der AfD ist und dass die Gesellschaft gespalten ist. Aber es macht mir keine Angst.
weil ich hier sehe, dass wir uns als Community nicht spalten lassen, weil ihr heute hier seid und euch für Transrechte stark macht. Deswegen danke, dass ihr für unsere Rechte mit auf die Straße geht. Danke, dass ihr hier seid. Happy Pride Hamburg!